Ja, liebe Zuschauer, wir sind heute hier in Oppenau bei den Air Games und bei mir sitzt vom DSDS ein Superstar-Teilnehmer. Du hast, Sebastian Wort, den 5. Platz belegt damals und bist jetzt heute hier auch eingeladen bei den Air Games. Wir wollen gar nicht lang machen, du bist ja unter Zeitdruck heute. Und die Frage ist natürlich, was hat dich denn seit der DSDS-Staffel für dich verändert? Sehr, sehr viel, auf jeden Fall. Also ich bin ja immer noch in der Schule, also gehe immer noch unter der Woche in die Schule, mache immer irgendwie noch Hausaufgaben nachmittags und muss lernen. Und am Wochenende bin ich halt unterwegs bei Auftritten in ganz Deutschland, fliege mal nach München runter und danach nach Hamburg oder sowas und habe halt super viel Stress, aber irgendwie klappt es halt alles noch. Also ich muss sagen, ich vernachlässige meine Freunde nicht, kann irgendwie noch Fußball spielen und irgendwie im Moment ist echt alles cool. Und wie sieht es denn eigentlich aus so mit, gibt es schon vielleicht Fernsehangebote bei Daily Soaps, weil so junge Freunde wie du sind gefragt, vielleicht GZSZ oder so? Noch nicht, nee. Also ich würde mich natürlich freuen, weil es immer irgendwie was Cooles ist. Ich habe das noch nie gemacht und klar, das ist irgendwie von jedem, also was heißt ein Traum, aber es ist einfach eine coole Aktion sozusagen und würde mich freuen, aber bisher gibt es da noch nichts. Ja, man hat ja zu dir gesagt, du bist der deutsche Justin Bieber. Die Frage, glaube ich, die ist schon tausendmal gestellt worden, aber war das eine Ehre oder eher wegen belastend oder stört das ein bisschen? Eher störend für mich, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, ich stehe nicht auf seine Mucke sozusagen. Also ich mag jetzt nicht gerade wirklich die Musik, die er macht. Aber als Typen kenne ich ihn ja nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich mag den vom Typen her nicht, deswegen will ich nicht mit dem verglichen werden. Aber wenn man natürlich sieht, was der für einen Erfolg hat und irgendwie wie die Leute auf ihn reagieren, das ist natürlich auch ein bisschen eine Ehre, weil man natürlich auch gerne so einen Erfolg dann haben würde, aber von der Musik her irgendwie eher ein bisschen belastend. Okay. Und wie sieht's denn aus? Noch Kontakt zum Dieter Bohlen? Nee, keinen, überhaupt nicht. Nee. Hat man, glaube ich, auch, haben die wenigsten, also eigentlich keiner, der jetzt irgendwie mit denen zusammenarbeitet. Der Gewinner macht dann immer ein Album mit dem Dieter, aber sonst... Gar nicht. Nee. Ach, also das eigene Management dann. Ja, was haben wir denn noch? Ich meine, was kannst du Fans auf den Weg geben, die sich bei DSDS bewerben möchten? Gibt es da irgendwelche Tipps oder? Immer du selbst bleiben auf jeden Fall. Also wirklich immer irgendwie sich nicht verstellen, im Fernsehen auch besonders nicht. Und auch ein bisschen vielleicht schlau sein im Kopf, so um zu wissen, was man jetzt im Fernsehen sagen sollte, was nicht. Also man sollte jetzt nicht irgendwelche Beleidigungen darum irgendwelchen Leuten um die Ohren hauen und sonst halt wirklich immer, wenn man jetzt bei DSDS wirklich sich mitmacht, dann immer die guten, die richtigen Titel aussuchen, irgendwie, die man singen will und einfach wirklich immer du selbst bleiben und irgendwie deinen Traum versuchen zu leben. Ja, wie gesagt, du bist schon Sympathieträger und jetzt noch eine kleine Bitte und zwar unsere Zuschauer haben uns ja angeschrieben und zwar, du warst auch bei Respect Yourself, genau, ein sehr großer Erfolg, also Kreischfaktor 100. Ja, da waren noch ein paar Mädchen, es waren über 2000 Besucher, alle kann man einfach nicht glücklich machen und ein paar Besucher haben uns angesprochen und haben gesagt, könnte Sebastian nicht wenigstens mal unsere paar Namen sagen, wenn man schon nicht berühren durfte, ja, was natürlich immer ein wenig schlecht ist für die Fans und auch schlecht für dich, wenn man 1000 Mal berührt wird, dass mich kein Mensch habe, also ich meine, ich auch nicht. Guck mal, Sebastian, da sind ein paar Namen. Vielleicht kannst du noch mal für Respect Yourself in Donaueschingen ein paar Grüße loswerden. Na klar, auf jeden Fall. Also erstmal an alle, die irgendwie dabei waren bei Respect Yourself. War auf jeden Fall eine super Veranstaltung, hat mir super viel Spaß gemacht mit den ganzen Leuten, muss ich sagen. Und ja, genau, jetzt kann ich die Leute grüßen. Die Chiara Duffner, Kim Jäger, Nadja Grimes, Julia und Sabrina Weidinger aus Willingen, Schwenningen. Habe ich dann gehört, aber... Ja, Villingen-Schwenningen ist im schönen Schwarzwald, eine große Stadt, mit auch immer tollen Events. Also wie gesagt, mir sage nochmal danke, Sebastian, für das schnelle, kurze Interview. Wie gesagt, du bist unter Zeitdruck, auch im Management nochmal vielen Dank, dass ihr da echt so nett seid und es nochmal uns gegeben habt, die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu machen. Und euch wünschen wir noch, oder dir besonders, einen schönen Tag hier und ein tolles Konzert. Danke dir, gell? Hab mich gefreut.